Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Das alles hier das zweite Mal am Sprint to Glory Showdown Sonntag. Also merkt euch das, Freunde, jeden Sonntag ein lästiger Showdown von mir und Chris. Bruder, was geht, mein Freund? Ich bin auch wieder am Start, mindestens einmal die Woche, jeden Sonntag und vielleicht sogar auch öfter. Zuletzt kamen die 10 Saisons, unfassbare Support, danke dafür. Und jetzt sind wir heute auch wieder am Start. Dennis, was gibt's heute? Genau, Leute, heute kommen wir nicht ganz auf die 10 Saisons. Ich denke mal, das Ganze sei uns aber verziehen, wie gesagt, nach diesen letzten zwei Videos. Wir machen heute einen 3-Saisons Sprint to Glory Showdown und das mit dem Überraschungsteam in dieser Saison aus Spanien, aus der La Liga, mit dem FC Girona. 3 Saisons das Ganze und mal gucken, wie weit wir sie bringen können. So, Freunde, in der Karriere angekommen. Erstmal natürlich Liebe da lassen. Hier am Showdown Sonntag, wie gesagt, notiert es euch irgendwo, Leute. Jeden Sonntag kommt ein Showdown von uns beiden. Deswegen, Leute, Liebe da lassen. Daumen nach oben, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen für weitere Showdowns, Saisons, Challenges und so weiter. Und den ersten Link in der Beschreibung auschecken. Da geht es zum 3-Saisons-Showdown, welchen wir für Chris aufgenommen haben. Bei Dennis also das Überraschungsteam schlechthin, den FC Girona über 3 Saisons. Bei mir haben wir das Überraschungsteam im negativen Sinn, absolute Krise beim FC Basel in der Schweizer Super League. Da gehen wir auf jeden Fall auch über 3 Saisons rein und wollen natürlich ein absolut, ja, abstiegsgefährdetes Team aktuell wieder nach ganz, ganz oben führen, in der Schweiz und vielleicht auch nach Europa. Zu guter Letzt nochmal kurz das Regelwerk eingeblendet. Die OGs werden es kennen, falls es neu sein sollte, kurz auf Pause drücken. Und an der Stelle sei auch erwähnt, dass es nächste Woche wieder eine specialmäßige Showdown geben wird. Also wir wollen uns so jede Woche abwechseln, eine Woche mit Saisons, die nächste Woche eher so auf eine Challenge, vielleicht mit Nationen oder eben völlig anderen Dingen. Das sei auf jeden Fall nochmal zum Anfang abschließend erwähnt. Wir haben ein, ja, mageres Budget von 12 Millionen Euro, dafür aber ein Kader, der eben passend auch zu den Erfolgen aktuell ziemlich stark unterwegs ist. Spieler kann man auf jeden Fall davon verkaufen. Und wir starten jetzt rein, wieder mal in die 20 Minuten. Also wir haben jetzt hier nicht immer 10, das war nur für die 10 Saisons für den Showdown am Start. Jetzt wieder 20 Minuten in alter Frische. Starten wir rein. So, Leute, den Timer also wieder von 10 auf 20 Minuten hochgestellt. Wir haben einiges an Zeit, aber mit dem Budget wahrscheinlich nicht so die Möglichkeiten, um diese Zeit auch komplett auszunutzen. Starten wir jetzt aber erstmal rein, Freunde, in 3, 2, 1, let's go, mit eben der Sommertransferphase, der allerersten. Zuerst packen wir so gut wie alle Spieler jenseits der 30er-Grenze auf die Transferliste, denn wir haben ein unfassbar talentiertes Team und das will ich auch beibehalten. Beziehungsweise das Ganze auch auf jede Position ausweiten. Hier sind wir dann also angekommen, unsere Mannschaft in Bestbesetzung, aktuell mal wie folgt im Hintergrund, 4-4-1-1. Ob es bei dieser Formation bleibt, ich weiß es noch nicht. Wir haben 12 Millionen auf dem Konto, starten wir den Timer einfach direkt mal in 3, 2, 1, let's go. Wir wollen einige Spieler verkaufen. Es ist nicht viel Geld, es soll aber viel passieren und deshalb ist irgendwie gefühlt keiner geschützt. Ja, ihr seht ja alle Spieler im Hintergrund, darunter auch unsere Besten, mit einmal hier Viktor Zygankov oder auch natürlich einem Alex Casilla, die gut Geld einbringen könnten. Wir müssen mal schauen. Ist alles mit Risiko verbunden, aber wir haben nichts zu verlieren, außer diesen Showdown und wollen euch ein richtig geiles Video bieten. Wir konnten bis dato einige Verkäufe realisieren. Ja, Espinosa, Juan Carlos, Herrera, 28 Millionen, 5,5 Stuani, 9,6 Lopez, 6,2 Villa, 1,35 Juan P. Wir haben 4,9 für Vallejo oder Vallejo wahrscheinlich viel mehr und wir haben Casilla zu Manchester United verkauft für 58 Millionen. Haben jetzt also einiges an Geld auf dem Konto, 125 Millionen. Wir haben Dovbik, wir haben Savio, Martin, wir haben Zygankov, haben eigentlich auch noch immer eine super Defensive, die auch aktuell eigentlich nicht so viel Handlungsbedarf mit sich bringt. Wir brauchen ein neues Zentrum. Ich will zwei neue Achter, gerne auch einen neuen Innenverteidiger und dann schauen wir halt einfach mal, wie viel Geld im Umkehrschluss dann auch noch übrig bleibt. Erster Transfer und das ist ein richtiger Top-Deal. Er ist zwar schon 31, hat aber eine 84 und das ist Koke von den Rojo Blancos, wechselt von Atletico Madrid jetzt also zu uns, ist hier tatsächlich gelernter Sechser. Ich sehe ihn aber eher auf der 8 und ich glaube, er geht auch dank Positionswechsel 1 nach oben geplant für die 8er-Position. Das ist der erste Neuzugang, wir machen aber direkt mal hier einen Dreierpack fertig. Oh Mann, Leute, bisher ein ganzer Monat vergangen und die Verkäufe sind gelinde gesagt eine absolute Katastrophe. Verkäufe laufen wie gesagt nicht gut, auf der anderen Seite jetzt aber der erste Neuzugang für die Innenverteidigung soll Kimpembe kommen. Ich versuche es jetzt mal anders als in den letzten Showdowns, mal wirklich mit der besten Option direkt 83er Gesamtstärke, Potenzial nach oben ist vorhanden, also nicht mehr so riesig, aber die Gesamtstärke ist ja auch schon krass zum Start und ich hoffe, dass er bleiben darf. Ich habe so viele Spieler auf der Transferliste und es kommt ums Verrecken kein Angebot für irgendeinen von diesen Schwänzen. Und jetzt geben wir ein Angebot für Suzuki, für ein scheiß Auto oder was? Denn auch auf der Torhüterposition brauchten wir definitiv einen neuen. Gazzaniga ist nicht schlecht, ist aber halt schon 31, hat nur eine 79. Alex Meret ist deutlich jünger, 5 Jahre an der Zahl, hat 3 Ratingpunkte mehr und auch noch ein gutes Potenzial nach oben. 16,7 Millionen und Gazzaniga logischerweise im Tausch. Das ist ein gewisses Risiko. Ich hoffe aber, dass durch andere Neuzugänge ein Alex Meret erst gar nicht in die 5er-Auswahl mit muss.
und dann probieren wir einfach mal unser Bestes. Aber wie gesagt, wir wollen den Dreierpack perfekt machen und der dritte Transfer ist der bis dahin teuerste. 29 Millionen Presnel Kimpembe. Irgendwie so musste man den wahrscheinlich aussprechen. Aber auf Deutsch, wir sagen einfach Kimpembe. Lange Zeit verletzt bei Paris, spielt er nicht mehr die größte Rolle, glaube ich zumindest. Ich verfolgte ihn in der Realität ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass. Knappe 30 Millionen, starker Innenverteidiger. Und bei allen drei, muss man auch dazu sagen, profitieren wir von auslaufenden Spielerverträgen, die jetzt damit auch erstmal der Vergangenheit angehören. Denn jetzt wollen wir uns weiter um den Kader drum herum kümmern und gerne auch mal ohne auslaufende Verträge. Positioning Change bei Daily Blind, der hat sich dann nochmal verbessert auf eine 78 oder sogar 79. Marktwert natürlich auch höher, dementsprechend zahlen wir jetzt hier nur 17,5 Millionen und Blind im Tausch das Ganze für Matheus Pesinha, der glaube ich ehemals Atalanta-Spieler ist, hier mittlerweile bei Monza, 26, 79er Gesamtrating und ich glaube sogar ein Potenzial von einer 81 ist gesetzt auf der 8er Position zusammen mit Koke, vor ihm natürlich Martin und ich will noch einen neuen Stürmer und wir sind eigentlich auch schon mehr oder weniger fündig geworden. Wir sind jetzt dann auch fündig geworden, Dovnik und 24,5 Millionen im Tausch, das Ganze also hier für Balogun, der US-Amerikaner ist also jetzt von den Monegassen fest zu uns transferiert und damit sind wir fertig mit unserer Sommertransferphase. Unsere Mannschaft könnt ihr jetzt dann gleich auch nochmal sehr, sehr gerne im Hintergrund begutachten. Balogun ist am Start und hier packen wir noch Pesinha mit hin und dann ist das eine richtig gute Truppe, die vielleicht sogar mit ein bisschen Glück auch schon direkt europäisch spielen kann. Digga, was kommen hier nur für Angebote rein? Ich gehe kaputt. Wirklich, Freunde, ich gehe kaputt. Am Ende reicht das Geld also noch für einen einzigen Transfer und den mache ich jetzt auch nur, damit wir überhaupt noch einen zweiten Transfer machen, weil, ey, ein Transfer in der ersten Transferphase. Junge, also klar, wir haben hier bei Girona wenig Geld, aber ich habe mir wirklich viel erhofft durch die Verkäufe, weil die Spieler, die wir auf der Transferliste hatten, wenn wir die verkauft hätten, auch bestimmt nochmal so 40, 50 Millionen eingebracht hätten. Nee, Schwanz, 40, 50 Millionen. Am Ende kriegen wir nichts und ich verpflichte jetzt noch Seko Keuter von RB Salzburg. Wir haben unseren vorherigen Stürmer da eingetauscht, den Ukrainer. Ich weiß gerade um echt nicht, wie er heißt. Ist mir auch gerade auch, um ehrlich zu sein, komplett scheißegal. Die Kaffeetasse da ist ein bisschen dreckig. Das kann ich auf jeden Fall sehen und erwähnen nochmal an der Stelle. Ja, Seko Keuter kommt, wie gesagt, als neuer Stürmer. Selbe Gesamtstärke wie der vorherige Stürmer. Halt nur der Unterschied, dass der Junge noch ein bisschen jünger ist eben und Potenzial mitbringt. Ja, und vielleicht überlebt er die Snipe-Phase. Vielleicht aber auch nicht. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir haben jetzt zwar noch 7 Minuten 50 auf der Uhr, aber ich glaube, an der Stelle war es das mit unserer Transferphase. Es kommt ein neuer Stürmer, es kommt ein neuer Innenverteidiger. Fragwürdig, ob beide die Snipe-Phase auch überhaupt überleben werden. Aber ansonsten haben wir einfach weder die finanziellen Möglichkeiten noch die Zeit. Also klar, 3 Stunden würden reichen, aber vor allen Dingen die finanziellen Mittel, die nicht vorhanden sind, ja, machen uns das Ganze einfach nicht möglich. Es kamen auch Angebote für einen Gutierrez oder für Arno Martinez, aber das sind so die Spieler, die ich nicht verkaufen wollte. So, wir hatten andere Spieler, die waren ordentlich was wert. Ordentliche Gesamtstärke, hätten wir ordentlich Geld bekommen. Ist nicht passiert. Und ja, Leute, dementsprechend endet meine Transferphase mit 2 Transfers. Super unspektakulär. So, Leute, damit sind wir also angekommen nach der ersten Sommertransferphase. Ja, 20 Minuten habe ich auch nicht gebraucht auf Basis von, ja, es ging nicht viel. Ihr habt es ja gesehen, Freunde. Ihr kennt mich, Chris kennt mich auch. Ich bin eigentlich einer, der gerne auch 80 Transfers mal in einer Transferphase macht. Ja, hier waren einfach nicht die Möglichkeiten da. Deswegen sind es insgesamt halt 2 geworden. Ein neuer Innenverteidiger und ein neuer Stürmer. Für mehr war halt einfach wirklich nicht das Geld da. Also ich habe auch gefühlt niemanden verkauft bekommen. Bei Chris lief es ein bisschen besser. Wir haben ja gerade schon mal kurz geredet, Chris. Wie viele Transfers sind es bei dir geworden? Die obligatorische Frage. Fast vergessen. Ja, ich bin bei einer Handvoll. Also ich habe 5 Stück realisiert bekommen. Ja, da muss ich los, ey. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für dich. Aber ist in Ordnung. Ich hoffe, dass ich vielleicht dann ein paar Spiele am nächsten Jahr verkauft kriege. Es wäre sehr schön. Aber okay, dann bist du der Gast und darfst mit deiner ersten 5er-Auswahl reinstarten. Okay, ich habe einen neuen Spieler fürs zentrale Mittelfeld gekauft, ja, darunter auch einige Sechser, aber eigentlich typisch eher auf der 8er-Position. Es gibt 3 auslaufende Spielerverträge. Die keine auslaufenden Spielerverträge haben, ist einmal Saul von Atletico, wir haben dann noch Juri Thielemans. Auslaufende Spielerverträge haben wir dann aber einmal ebenfalls Atletico mit Koke, wir haben Adrien Rabiot und wir haben hier Guido Rodriguez, das ist ein Argentinier von Real Betis, hat auch einen auslaufenden Vertrag, 28, 83er Gesamtrating. Ich schließe die ohne auslaufende Verträge aus, weil 5 Transfers bei dem Gammelbudget, Alter, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ohne auslaufende Verträge Spieler dabei sind. Mhm. Ich würde auf Koke oder auf Guido Rodriguez tatsächlich gehen, weil ich habe den auch schon ein paar Mal verpflichtet. Und gib mir den Guido! Ja, es ist Koke geworden, ey, Junge. Ich hab geschwitzt, Junge. Oh, die Streak vom Salford Showdown geht weiter. Ich schramme an Snipes vorbei. Es ist der absolute Wahnsinn, ey. Es ist so krass. Oh. Und vor allem du schon so, ich würde mit Koke. Und ich dachte, das ist schon die endgültige Entscheidung.
Mein Gott. Okay. Egal. Ich hoffe einfach nur, dass ich meinen Spieler behalten darf, weil ansonsten bin ich wirklich im Bruch. Wir kommen zum Innenverteidiger. Da haben wir auch 3 mit einem Auslaufenden, 2 mit keinem Auslaufenden. Das wäre nämlich einmal Jonathan Tah und Juan Foyt, natürlich mit Positionswechsel von Villarreal, Liga-intern. Liga-intern wären aber auch Hermoso und Elustondo mit eben auslaufenden Verträgen. Und Maestro Kimpembe, dein Liebling, darf auch nicht fehlen. Da kommen mir einige Jungs bekannt vor, denn meine Fünferauswahl sieht ähnlich aus. Ja, okay, dachte ich mir schon. Ich würde, anders als du zuvor, mit einem ohne auslaufenden Spielervertrag gehen. Okay. Da haben wir Tah und wir haben Foyt. Genau. Und ich würde, ich hatte sofort ein gutes Gefühl bei Jonathan Tah. Deshalb würde ich Jonathan Tah einloggen. Okay, dann darf ich tatsächlich den Maestro behalten. Okay. Wenn du den weggesniped hättest, Bruder, das ist mein einziger Transfer in irgendwelcher Summe, die ich bezahlt habe. Also der andere ist halt ein Tauschdeal mit ein bisschen Geld oben drauf. Mein ja. Stürmer. Ja, sonst hätte ich den auch gar nicht kaufen können in dem Sinne. Ja, was soll ich sagen, Alter, ne? Ja, wenn ich den jetzt verloren hätte, dann wäre ich komplett in den Bruch, weil das ist der einzige Spieler, der ein bisschen was gekostet hat. Ja, und ich bin mal wirklich heute gegangen, einfach mit der Devise, ich hole den besten Spieler. Ja, okay, also Maestro Kimpembe ist bei dir am Start. Richtig. Und ich musste lachen. Weil ich habe es mir vorher gedacht, mein Lieblingsspieler, er ist auch bei mir mit auf der Fünferliste. Okay. Vielleicht ja auch gekauft, ich weiß es nicht. Also wir haben einmal hier Maestro, Bresley, Kimpembe, wir haben Ben White mit Positionswechsel, wir haben ebenfalls auch Jonathan Tah, wir haben natürlich auch einen Auslaufenden bei Mario Hermoso und wir haben noch Gianluca Mancini, der in dem Fall hier tatsächlich auch schon zu Atletico Madrid gewechselt war. Wer war nochmal die Nummer 2? Müsste wahrscheinlich Ben White gewesen sein, denke ich mal. Ja, dann würde ich tatsächlich hier auf den Spieler gehen, der keinen Auslaufenden hat und der ein bisschen durch den Positionswechsel krass steigen würde. Das ist schon die endgültige Wahl jetzt von dir? Das ist meine endgültige Wahl. Okay, dann haben wir beide den gleichen Innenverteidiger. Hast du auch Maestro? Ich habe Maestro Kimpembe, ja. Oh Mann, das macht's umso schlimmer, weil ich weiß, du hast noch 3 Transfers da. Nee, also 4 insgesamt, aber 2, 3 neben meinen. Ich habe nur 2. Oh, Bruder, ich muss los, ey. Ich muss los. Mann, egal. Ich bin sehr gespannt. Wer ist dein Zweiter? Ja, meine zweite Auswahl. Es geht um einen Stürmer. Und da erstmal zum Anfang, alle Spieler von der Liste haben einen auslaufenden Vertrag. Anders wäre, wie gesagt, dieser Transfer auch gar nicht zu realisieren gewesen. Auf dem Zettel haben wir einmal Anthony Martial von Man United. Wir haben Seko Keuta von Salzburg. Wir haben Kouame von Florenz, Jovic von Milan und Burkhardt von Mainz. Ja, da, ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege, aber da könntest du wahrscheinlich jetzt nichts dafür, aber vorhin auch auf der Suche nach einem Stürmer habe ich als einzigen von den 5 Luka Jovic gesehen. Ja, komm, ich gehe mit Jovic. Okay, dann lange spannende Wartezeit, dafür, dass aber Seko Keuta am Start bleiben darf. Ich dachte wirklich, du würdest auf ihn gehen, auf Basis von, du hast ihn ja, glaube ich, schon des öfteren Mal in Showdowns verpflichtet. Ja, das also das ist so ein kleiner Chris Leches Transfer in dem Sinne. Ja, deswegen war ich da ein bisschen im Bange, aber gut, dann mein Glück, dass du Jovic gesucht hast und deswegen den im Kopf hattest und Burkhardt hatte ich auch, glaube ich, öfter mal geholt. Du bist aber nie auf ihn gegangen. Deswegen auch da vielleicht mein Glück. Erzähl mal aber, Bruder, mein Bruder, ich kann schon gar nicht reden. was sind es für Transfers noch abseits von den beiden, die jetzt in der Auswahl waren geworden? Also Okoke und Kimpembe, ich scheiß mich schon ein, Bruder, aber was kommt noch? Ja, also ich habe tatsächlich zwischenzeitlich 125 Millionen Transferbudget gehabt. Ey, hast du nicht gerade da vorhin was von 60, 70 gesagt, Alter? Und ich meinte schon, mit 30 bin ich dagegen nichts am Start, ey. Nee, 60 habe ich alleine für Alex Cassier eigentlich. Ach so, ja. Mein Leben, kann ich da nur sagen an der Stelle. Ich habe einen neuen Torhüter. Ich habe Alex Meret für hinten drin. Ja. Ich habe Pessinha. Und den aber nicht in die Auswahl zu packen, finde ich frech, mein Freund. Das sage ich ja, dir. Ja, aber nicht. Guck mal. Hast du gerade seine Liga noch? Was noch? Hast nee, du? Den habe ich dagegen. Ja, gerade deswegen, mein Freund. Also, ne, Freunde der Sonne, da würde ich mal einen fetten Daumen runter. Naja, moin, eigenes Video mal kennt. Nee, aber ich dachte halt, der ist auch schon 26. Er ist der Schwächste von den 3. Ja, aber der wird wahrscheinlich bis zum Ende des Videos am Start bleiben, ne? Also, den hast du dir jetzt einfach mal ganz frech gesaved in dem Sinne. Das kommt ganz drauf an. Ja, gut, Koke ist vielleicht schon etwas älter. Meret hat mich aber auch nicht so viel gekostet. Deshalb, ich habe am Anfang die 5er Auswahl Torhüter gehabt. Mhm. Dann wusste ich aber von dir nur 2 Neuzugänge und deshalb habe ich die des Torhüters auf jeden Fall rausgenommen. Gut, ich meine, klar, ich hätte ihn durchaus mit auf die Liste packen können. Hashtag Frechheit an der Stelle kommentieren, Freunde. Nein, Spaß. Wir springen also auf jeden Fall jetzt rein in den Kalender, würde ich sagen. Ja, halt mal. Achso, du hast noch Transfers. Ja, sorry. Ja, ich habe Pessinha noch fürs zentrale Mittelfeld. Der hat eine 79. Gar nichts, Alter. Ja, der war bei Atalanta, ist jetzt bei Monza. Und ich habe Folarin Balogun noch von Monaco geholt. Ja, stark, Alter. Ich bin komplett am Arsch. Ich bin gespannt, wie dieses erste Jahr wird. Es könnte eine miese Machtdemonstration werden, was, glaube ich, aber auch okay ist nach den letzten Showdowns, den beiden. Ja, springen wir rein. Ich habe den Kalender und ich weiß nicht, ob ich was im Winter mache. Bei den Transfers, die ich gehört habe, vielleicht ja, wenn die Möglichkeiten da sind. Wenn ja, seht ihr was. Wenn nicht, dann sehen wir uns einfach zum Ende der Saison wieder. Wir sind am Ende der ersten Saison angekommen und jetzt heißt es also Punkte zählen. Es gibt insgesamt 20 Teams und ich darf bei mir
tatsächlich 4 Punkte abziehen, denn ich stehe auf Platz 4, hol mir also die 16 Punkte für die Liga. Würde nächstes Jahr Champions League spielen? Sieht es bei dir ähnlich erfolgreich aus? Ja, also nicht ganz erfolgreich wie bei dir oder wie bei Girona auch in der Realität. Da sind sie ja auch auf einem Champions League Platz gerade. Bei mir ist es eben ja eine Stufe schlechter. Also ein Platz schlechter, ein Punkt weniger. Platz 5, Europa League, 3 Punkte halt vorbeigeschrammt an Atletico, die auch Vierter sind. Real ist Dritter. Sevilla wird Zweiter. Barca einfach mal nur eine einzige Niederlage. Erster mit 95 Punkten. Also die haben die gesamte spanische Liga komplett auseinandergenommen. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, froh nach dem Start. Verkäufen, die nicht geklappt haben, auch nicht in der Wintertransferphase. Einfach nur glücklich, dass ich auch, obwohl meine Mannschaft im Vergleich zu deiner ein bisschen schlechter ist, trotzdem internationales Geschäft gepackt habe. Und ja, du hast einen Vorteil, du hast noch einen besseren Job gemacht, Hut ab. Also mit den Verkäufen und auch den Transfers im ersten Jahr habe ich einen absoluten Nachteil, muss ich nachlegen. Aber ich bin froh, wenigstens Fünfter zu sein. Ja, definitiv. Und so viele Punkte Unterschied sind es ja gar nicht. Richtig. Und wer weiß, wie es für mich in der Champions League nächstes Jahr wird. Vielleicht habe ich auch gefühlt gar keine Chance und dann passt es ja. Ich gebe die Europa League, während die Realität sein wird, dass ich im Achtelfinale von Dynamo Kiew 6-1 auf den Sack kriegen werde. Ja, oder vielleicht so Vorrunde oder Zwischenrunde. Ja, genau. Feyenoord Rotterdam in der Conference League oder so. Genau, ja, Conference genau. League, Europa League und so weiter haben wir nächstes Jahr. Dieses Jahr ist erstmal nur noch der Copa de España. Real hat ihn bei mir gewonnen im Finale gegen Cadiz und ich war sogar im Halbfinale und bin gegen Cadiz ausgeschieden. Ja, belastend. Halbfinale, okay. Also das heißt, für dich gibt es 3 Punkte, weil ich glaube, wir steigen ja erst in Runde der letzten 32 ein. Genau, richtig. Da habe ich noch gewonnen. Also es gibt 1 Punkt für mich, es gibt 3 Punkte für dich. Bedeutet, es steht Stand jetzt 18-17. Du bist also auf jeden Fall vorne dran. Die Führung für dich. Nee, halt mal. Oder doch? Ja. 18-17. Ja, ist richtig. Genau. Gibt es Trainer des Monatspreise bei dir? Schau mal rein. Ich glaube aber eher nicht. Doch, einen einzigen. Wo auch immer. Mann, dann bleiben wir da zumindest im Gleichschritt, denn auch ich habe eine 1. Also okay. Heißt, es steht 19-18 und es gibt noch 3 Punkte jetzt zu vergeben hier, was die Statistik angeht. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, ich glaube, das vom Torhüter könnte auch an dich gehen. Echt jetzt? Willst du mir ehrlich sagen, dass Gazzaniga mehr Spiele zu 0 hat als Meret? Weiß nicht, also ich habe gerade... Ich habe hab eine 6. Oh, was, Digga? Gazzaniga! Ich hasse den Wichser, ich wollte den eigentlich gar nicht haben, Junge. Egal, fürs erste Jahr hat es offensichtlich wohl gereicht. Obwohl du halt insgesamt in der Tabelle besser bist als ich. Top-Vorlagengeber, Trauerspiel, Savio, 8. Oh, ich habe 9. Let's go! Ja, also 2019 und wenn ich jetzt den besseren Torschützen stelle, glaub dann ich kann auch. Ich auf 2020 ich 11, stellen. 14, 15. Ich habe 20 mit Viktor Zyugankov. Schade. Heißt aber schade. Richtig geil. Es steht einfach 2020 nach Punkten aus dem ersten Jahr. Das ist sehr gut. Komplett ausgeglichen. Was bei mir halt bitter ist, Savio hat mittlerweile eine 84. Bei mir der ist plus 7. Ja, und der wird einfach gehen, weil er viel zu teuer ist. Können wir ihn uns auch wahrscheinlich niemals leisten. Wobei ja bei dir Champions League nächstes Jahr. Wobei man aber auch bedenken muss, wir hatten nur 10 Millionen Startbudget. Also das Upgrade wird groß sein. Aber ob es ein Savio-Transfer groß ist, das ist dann halt die Frage. Aber reden wir jetzt nicht nur über das zweite Jahr, sondern starten auch mal, würde ich sagen, rein, oder? Ja, können wir gerne machen. Ja. Let's go, Freunde. Dann wir also rein ins zweite Jahr. In 3, 2, 1, let's go. Casilla ist weg. Wir haben also keinen Innenverteidiger mehr. Gut, Monjonel, aber da muss natürlich ein neuer her. Und wir haben Valeri im linken Mittelfeld. Der ersetzt Savio. Der war ja auch nur geliehen von Troyer, glaube ich. Wir haben 107 Millionen auslaufende Spielerverträge langfristig verlängert. Ich will vielleicht einen neuen Zehner, einen neuen Achter. Bedeutet auch, Pesinha, Martin vielleicht verkaufen. Neuer Innenverteidiger, neuer linker Flügel. Und dann haben wir eine super Truppe, die in der Champions League vielleicht auch nicht der komplette Außenseiter ist. Vielleicht ist die K.O.-Phase ja drin. Das ist jetzt einfach mal das Ziel und dafür müssen Neuzugänge her. Kangin Lee, neuer Flügelspieler von Paris Saint-Germain. Der Südkoreaner ist 23 Jahre jung, besitzt ein, ich glaube, 86er Potenzial und hier schon eine 80er Gesamtstärke. Wird von unserem Coach auf jeden Fall direkt begrüßt. Das ist offiziell auch tatsächlich der richtige Coach im Vergleich zur Realität. Ja, wir zahlen 39,7 Millionen, ganz zähe Verhandlungen mit Luis Enrique und Paris Saint-Germain. Der Deal ist jetzt aber unter Dach und Fach. Das ist Savios Ersatz. Parallel nehmen wir da 42 Millionen für Ivan Martin ein, der wechselt zu Milan. Das ist für mich ein hervorragender Deal und für den Vorstand auch. Okay, Leute, starten wir rein in die zweite Saison mit eben dem FC Girona, nachdem einige Leihspieler uns verlassen haben. Wir haben ein krasses Budget, da habe ich auch mit Christian drüber geredet. Er hat knapp über 100 Millionen, bei mir sind es knapp über 90. Bin ich sehr zufrieden mit, auch krasses Upgrade, keine Ahnung, woher das kommt, von 10 Millionen im ersten Jahr. Starten wir rein mit der Zeit in 3, 2, 1, let's go, Freunde. Und ja, dann schauen wir, was geht. Wir brauchen auf alle Fälle einen neuen Innenverteidiger. Neuer rechter Flügel könnte Zyugankov auch schon direkt werden. Und ja, neuer Keeper, neuer linker Flügel anstelle von Savio. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Knapp die Hälfte unseres Budgets kommt ein neuer Innenverteidiger. Ein weiterer Franzose mit Ibrahima Konaté vom FC Liverpool. Ich werde die Auswahl relativ variabel gestalten mit Namen, die wir auch wie Konaté vielleicht nicht so oft hören, aber halt natürlich auch super talentiert sind auf der Innenverteidigerposition. Ich hoffe mal, dass er nicht gesniped wird, denn prinzipiell mit seiner 83er Gesamtstärke ist er genau das, was
was wir auch brauchen in diesem zweiten Jahr. 1:1 Tausch auf der Torhüterposition. Wir holen Bernd Leno von Fulham. Wir tauschen Gazzaniga ein, zahlen ein bisschen was obendrauf. Ist jetzt nicht das Riesen-Upgrade, aber eine 82er Gesamtstärke, auch das eben im 80er-Bereich. Ich glaube, Gazzaniga hat ja immer noch eine 79. Also wir müssen da ein Upgrade machen. Und ja, Szczęsny, Unai Simon, Kepa, ist mir alles zu teuer und dann vielleicht auch im Endeffekt ein bisschen zu auffällig. Wir brauchen einen Ersatz für Savio. Wir brauchen einen Ersatz für natürlich auch Eric Garcia. Und hier haben wir Joao Palhinha. In der Realität ist der Deal mit den Bayern noch nicht unter Dach und Fach. Ja, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn ihr das Video seht, vielleicht ja doch noch die große Überraschung. Fulham aber, ja, stellt sich ja noch immer quer und will mal Minimum 60 Millionen. Er ist geplant als Innenverteidiger. Wir zahlen hier auch, ich glaube, rund 60 Millionen. Sind so, glaube ich, 54. Er ist 29, hat eine 85 und soll so schnell wie möglich als Innenverteidiger umtrainiert werden. Hier ist unser dritter und vielleicht auch schon letzter Neuzugang, denn wir haben nur noch 8 Millionen. Und gut, wir sind ja vielleicht im Tausch. Eberechi Eze. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Eberechi Eze. Keine Ahnung, easy, weiß ich nicht. Von Crystal Palace, 26 Jahre, hat eine 82 an Gesamtrating. Plus 2, plus 3, vielleicht noch durch sein Potenzial möglich. Martin ist weg. Wir zahlen, ich glaube, genau das gleiche. Martin 42, für ihn auch 42. Nur ist bei ihm halt das Potenzial ein deutlich anderes, im positiven Sinn. So langsam fangen die Bugs jetzt auch bei mir an. Das kenne ich eigentlich nur von Dennis. Ihr seht es aber rechts oben. Jetzt aber ist unser vierter und letzter Neuzugang perfekt. Ja, es ist hier nicht Palhinha, wie ihr rechts oben seht, sondern es ist Pasinni. Wie hieß der jetzt schon wieder? Pasinni, glaube ich, ne? Und 5 Millionen. Ich bin schon komplett durcheinander. Das Ganze für Kevyem Thuram oder Kevcon, Kevchem Thuram, wie auch immer. Aber ja, ihr wisst ja, von wem hier die Rede ist. Er hat eine 80, glaube ich, an Gesamtrating und hat natürlich ein super Potenzial. Aber der ist auf jeden Fall gesaved. Vielleicht ist heute ja mal wirklich der Tag, an dem ich Moise Kean in einen Showdown verpflichte und Moise Kean auch am Start bleiben darf hier bei uns. Ich hoffe, wie gesagt, heute ist der Tag. Es kann aber auch mal wieder komplett in die Hose gehen. Schauen wir einfach mal, was davon es wird. Und da haben wir jetzt auch den vorerst letzten Neuzugang. Unser neuer linker Flügel ist gefunden vom KRC Genk. Ist in der ersten Saison verliehen an Burnley. Mike Tresor kommt, ist ein belgischer Flügelspieler, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. 25 Jahre alt. Ich hoffe, ich kann ihn auch zum linken Flügel umformen. Und ja, er wird so oder so nicht in einer Auswahl vorkommen, weil er unser vierter Transfer ist. Aber ja, auslassen will ich ihn natürlich trotzdem nicht. Jetzt könnte es ja doch nochmal interessant werden, weil wir Erea für 40 Millionen an die Bayern verkaufen. Und von diesem Geld, Leute, können wir jetzt also nochmal austoben und verpflichten also als Ersatz für Herrera oder Erera, wie auch immer, Kevin Thuram von OGC Nizza für, ich glaube, was sind es, knappe 25, 26 Millionen irgendwie so, 81er Gesamtstärke, aber halt deutlich mehr Potenzial als Herrera davor. Und zu guter Letzt, Leute, würde ich das Mittelfeld gerne auch nochmal ein bisschen neu ausrichten. Bedeutet also die Formation ändern auf ein 4-3-3 mit einem 6er, 2 8er. Einer dieser 8er ist Kevin Thuram, der andere ist Aleix Garcia und der Sechser soll André Frank Zambo Anguissa werden. Ich hoffe mal nicht, dass er gesniped wird, wenn auch Højbjerg oder ein anderer Sechser, der mir gerade nicht einfällt, da in der Auswahl noch mit drin sind. Könnte natürlich trotzdem passieren, aber ja, ich gehe jetzt einfach mal ins Risiko rein, weil ja, wir haben im ersten Jahr geschlafen, also nicht geschlafen, aber einfach keine Moves gemacht und das müssen wir jetzt eben machen, nachholen sozusagen und ja, mal gucken, ob es klappt. Meine Transferphase ist abgeschlossen, Leute, man merkt, die 10 Minuten, ja, Transferphasen vom 10-Saison-Showdown, die sind noch voll in einem drin, weil man macht alles wirklich schnell. Dabei können wir uns hier super Zeit lassen. Es sind wirklich noch 8 Minuten auf der Uhr. Aber Leute, wir sind jetzt durch und ja, ich bin zufrieden. Insgesamt, ja, wie viele Transfers? 6 Stück an der Zahl. Sehr geil. So Leute, angekommen bei der zweiten Snipe-Phase. Nach der zweiten Transferphase, obligatorische Frage, wie immer zum Start. Chris, wie viele Transfers sind es bei dir geworden? Ja, bei mir sind es 4. Ich habe auch schon kommentiert, dass ich einen Spieler safen darf, aber nicht wundern. Es hat durch nach vorne simulieren jetzt ein paar Änderungen gegeben. Also nicht der von mir kommentiert wurde, der gesaved ist, sondern ihr seht es ja selber im Hintergrund. Genau. Und bei dir, aber wir erwähnen noch nicht, wer hier gesaved wird. Nee, genau. Das könnte natürlich die Auswahl so ein bisschen beeinflussen. Ja. Bei mir sind es dieses Jahr 6 Transfers. Also genauso wie bei dir letztes Jahr, glaube ich, oder? Nee, 5 waren es, glaube ich, bei mir im letzten Jahr. Echt? Ich glaube, es waren 5. Ja, ich glaube auch. Irgendwie sowas. Kann ich mich daran erinnern, dass du meinst, du hast 3 mehr und ich hatte ja nur 2. Okay, Bro. Ja, ich muss jetzt aber reinstarten bei meiner ersten Auswahl, ne? Ja, richtig. Eieiei. Erstmal sei erwähnt, dass so gut wie jeder Spieler, den ich jetzt hier gleich aufzählen werde, allgemein von der Listen, von den Listen, einen auslaufenden Vertrag hat. Also musste ich auch irgendwo machen, um mich stark zu verbessern. Und ja, dementsprechend Keeper-Position. Da haben wir zur Auswahl einmal Kepa von Chelsea, wir haben Leno von Fulham, Szczęsny von Juve, Unai Simon von Bilbao und Manu Abi ist auch mal wieder am Start. Nach langer Zeit. Ja, mit 7,5 Millionen Marktwert mittlerweile. Ja, ich würde die Deutschen aber ausschließen mit Leno und auch mit Neuer. Okay. Szczęsny ist ja immer so ein Ding, ne? Also... Ich weiß auch Digga, nicht. Er ist einfach dein bester Freund, Junge. Aber du bist heimlicher Lover von ihm. Interessant. Mhm. Bei dir, es hätte natürlich auch viel passieren können mit den Verkäufen. Ich tendiere zwischen Szczęsny und Unai Simon. Mhm. Vielleicht freust du dich jetzt.
Ich gehe nicht mit Chesney. Komm schon. Ich kann nicht schon wieder mit dem gehen. Ich gehe mit Unai Simon. Okay, da war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht Neuer, aber Leno behalten darf. Okay. Also ich bin sehr unauffällig gegangen. Upgrade plus 3 in dem Fall. Aber voll in Ordnung für die Europa League. Werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal ersetzen, den Keeper. Aber mir war es dann irgendwie zu auffällig, einen eben wie Unai Simon oder Chesney oder sonst wen zu holen. Wenn ich jetzt einen von den beiden geholt hätte, dann hätte ich jetzt hier wieder den größten Schweißausbruch meines Lebens bekommen. Ja. Aber ist jetzt hier nicht so gewesen. Deswegen, ja, das läuft bisher ganz gut. Du kannst mit deiner ersten Auswahl reinstarten. Okay, also ich fange an im Mittelfeld und nicht einen typischen Zehner. Das kommt später noch. Mhm. Ich bin auf der Suche gewesen nach einem Achter, vielleicht auch Sechser. Zur Auswahl gibt es da für dich einmal natürlich Zaire Emery. Wir haben Thomas Lemar, wir haben Fofana, wir haben weiter auch einen Franzosen mit Thuram und wir haben zu guter Letzt noch Toyin Kobmeiners von hier mittlerweile schon bei der Fiorentina, nicht mehr bei Atalanta. Ich würde auf Thuram gehen. Ja, der ist auch geworden. Aber es ist der erste Snipe, kann das sein? Es ist der erste Snipe, ja. Und es ist eigentlich der Spieler, den ich safen wollte. Okay, aber der sich verbessert hat. Ja, der hat sich leider durchs nach vorne simulieren verbessert, deshalb musste der jetzt mit in die Auswahl. Ja, der arme Kevren, Junge. Weißt du, da pusht er sich schon, nachdem er gerade bei dir ist, so er will guten Eindruck beim Trainer machen. Ja, ein guter Eindruck hat ihn jetzt gekillt. Was soll man sagen? Ja, gut. Aber ich habe Pessinha dagegen gegeben. Heißt, ich habe jetzt auch keinen typischen Achter mehr. Okay. Also schmerzt schon, aber ich wollte hier vom Rating ihn schon mitnehmen. Der andere später löse ich dann noch auf, aber ja, gut, das ist der erste Snipe auf jeden Fall. Let's go. Das schmeckt auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Kommen wir zur Position Nummer 2. Ich muss mal wieder zittern, denn von ganz hinten geht es jetzt nach ganz vorne zum Stürmer, denn ich habe Keuter eingetauscht, bisschen Geld oben drauf bezahlt und habe verpflichtet entweder Bailey, den man zum Mittelstürmer umformen kann. Wir haben Enesiri von Sevilla, wir haben Jonathan David von Lille, also es ist eine sehr altbekannte Liste, die ich schon gefühlt 100 Mal vorgesagt habe, Ken von Juve und zu guter Letzt Ünal Liga-intern nochmal dann von Villarreal. Ja, ich würde auch mit den Liga-internen Boys gehen, Enesiri oder Ünal. Ünal hatten wir schon, Enesiri irgendwie noch nie so richtig. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Enesiri ist aktuell mein Top-Favorite. Die Stille bei dir, die sagt eigentlich schon so ein bisschen viel aus, oder vielleicht auch nicht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich würde es jetzt nicht nur daran festmachen. Okay, aber trotzdem, Liga-intern Ünal, nein. Enesiri, ja. Okay, dann darf ich heute das erste Mal, Freunde, notiert es euch, es ist gerade die Aufnahme am 9.01. Das Video seht ihr am Wochenende, ich weiß gar nicht, welches Datum das ist. Dummer YouTuber-Lifestyle halt. Ja, also ich darf Ken behalten, endlich mal. Oh, ich glaube, ich habe noch nie in einem Showdown Ken geholt und ihn behalten dürfen, weil du hast halt auch diesen Hang so zu Italien und irgendwie überlebt er das nie. Aber heute ist der Tag, wie gesagt, notiert ihn euch im Kalender, mal abseits von Showdown Sonntag. Mois Ken ist in meiner Mannschaft am Start. Ja, tatsächlich habe ich den recht früh ausgeschlossen. Genauso auch David und was war der erste nochmal oder der zweite? Der erste, ja, ich habe die Liste jetzt auch schon gelöst. Ja, aber irgendwie bin ich so auf Liga-intern gegangen. Aber gut. Ich kann heute irgendwie nicht reden, deswegen Chris, übernimm du bitte. Ich übernehme, ja. Ich bin ja auch dran mit der zweiten Fünferauswahl. Nachdem der erste Snipe, also der erste ist natürlich schon immer hart, weil man dann noch zwei vor sich hat und es kann noch schlimmer werden. Ich habe einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Musste ich auch, denn Casilla war ja nach der Leihe wieder zurück bei Barca. Genau. Und also, ich habe auch da keinen Backup, ja. Das bedeutet, ähnlich wie bei Thuram, wenn der weggeht, dann sieht's ganz düster aus. Bei der letzten Auswahl ähnlich aussehen, geht auch im Innenverteidiger. Okay, wen hast du denn? Wir haben einmal Jonathan Tah, auslaufender Spielervertrag. Ja, wir haben dann José María Jiménez. Auch wir haben Niklas Süle. Wir haben Benjamin Pavard, wahrscheinlich spricht man so aus. Also den Vornamen zumindest. Und wir haben, ja, der muss natürlich mit auf die Liste. João Palhinha. Was, Digga? Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt der G. So zum Innenverteidiger so, umformen. Der kommt, der hat doch auch einen Auslaufenden und so. Ah, tatsächlich bin ich da, nee, habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich dachte, jetzt safe kommt der G. Aber okay, Palhinha finde ich auch geil. Ist ja auch ein ähnliches Spiel mit Positionswechsel und so. Der geht, glaube ich, auch oder müsste plus 1 normalerweise safe, hochgehen als 100%. Innenverteidiger. Okay, ist der letzte von der Liste, ne? Ganz genau, ja. Ja, ich war mir aber relativ schnell schon sicher. Liga intern, José María Jiménez. Ja, es ist Palhinha geworden tatsächlich. Scheiße! Ich dachte kurz, gehe ich auf den, aber das sind immer so diese Spieler, über die man viel redet, die schließe ich oft schon schnell aus, weil ich mir denke, ja, du redest extra viel über die. Ja, ich muss tatsächlich jetzt auch gestehen, durch das, dass es jetzt perfekt gepasst hat mit, du dachtest eigentlich Gertruida, also der G, und dann João Palhinha, dann konnte ich da mit einsteigen, weißt? Ich konnte dann so richtig mit reingehen. Ja, muss los, Alter, muss los. Egal, scheiß drauf, richtig. Freunde. Letzte Auswahl. Es geht, wie gesagt, ebenfalls um meinen Innenverteidiger. Der G ist das passende Stichwort, denn er beginnt die Auswahl.
natürlich mit Positionswechsel von Feyenoord Rotterdam kann man super zum Innenverteidiger umformen. Wir haben Liga-intern einmal Lenormand von Real Sociedad, Daniel Vivian, übrigens G ist mit auslaufendem Vertrag, die anderen vier nicht. Dann haben wir aus ebenfalls den Niederlanden, ja genauso wie G, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Alter, der spielt ja auch bei Feyenoord Rotterdam, nämlich Hanko. Und zu guter Letzt haben wir von Liverpool Ibrahima Konaté. Okay, also ich tendiere zwischen Vivian und Hanko. Okay. Hanko gerade so ein bisschen der Struggle, vielleicht weil man kurz auf die andere Liste rübergesprungen ist. Aber ich gehe mit Vivian. Das war mein erster Gedanke, goldene Mitte, ich würde den nehmen. Ja, der Struggle war, weil ich eigentlich Konaté als vierten aufzählen wollte, auf Basis von, dass du nicht sagst irgendwas wie, ja, das Beste kommt zum Schluss und dann pickst du Konaté und dann habe ich halt gerade übelst gefumbelt, Junge, übelst nichts rausbekommen und halt wirklich irgendwie gar nicht realisiert, dass Hanko auch bei Feyenoord spielt. Ja, also das war gerade wirklich so dieses Realisieren. Aber ja, das hat mich dann vielleicht gerettet, weil ich bei Konaté nicht gestruggelt habe, sondern schnell gesagt habe, ja, und Konaté. Also das heißt, all deine drei Spieler... Digga, let's go. Wer die anderen sind, das ist einmal für die Sechser-Position. Also ich habe jetzt den nicht mit reingenommen und auch Kevin Thuram nicht. Samu Anguissa und Thuram, weil ich habe Mittelfeldspieler en masse. Also es wäre nicht mal so schlimm gewesen, wenn ich da einen von den beiden verloren hätte. Bei Ken umso mehr als Stürmer, Torhüter genauso, noch Innenverteidiger, wo ich gar keine Backups halt habe. Und Mike Tresor ist da mein linker Flügel. Ich weiß nicht, ob der dir irgendwas sagt. Der spielt am Anfang bei Burnleys verliehen, eigentlich von Genk. Belgier, 25, 80er Gesamtstärke. Geht fit. Ja, okay. Ja, Thuram ist also, ich glaube, war doch jetzt Thuram, oder? Einer deiner Neuzugänge. Vielleicht auch ein Grund, dass er dann bei dir vorhin direkt der Pick für mich war. Nee, da muss ich sagen, habe ich auf etwas geachtet, was ein Kommentar unter meinem Video geschrieben hat. Ja. Meine Zuschauer scouten dich offensichtlich so ein bisschen. Und er meinte, ich soll darauf achten, auf den Spieler, wo du ein bisschen mehr sagst. Also das ist dann so, ja, der Spieler, den du holst, dann sagst du meist irgendwie, ja, der spielt irgendwie da oder irgendwie sowas. Also ich habe mal versucht, darauf zu achten. Kann sein. Ich habe versucht, darauf zu achten. Und zum Beispiel bei der ersten Transferphase dachte ich, Guido Rodriguez wäre auch so ein Fall, aber das ist ja Koke geworden. Also genau, in der ersten Snipe-Phase hat es nicht geklappt, wo ich es auch angewandt habe. Und jetzt zum Beispiel hat es aber geklappt. Aber ich weiß es nicht genau, ob das also jetzt die Theorie ist. Also mir wäre es nicht bewusst aufgefallen, aber natürlich lese ich die Kommentare ja auch. Und man muss fairerweise dazu sagen, das stimmt schon auch, ich habe gerade vor einigen Monaten gefühlt immer meine Spieler unter die ersten zwei gepackt. Und das war auch ein bisschen auffällig, aber nicht wirklich bewusst, sondern ich wollte die einfach so schnell wie möglich. Ja, das kann man die auf der anderen Liste, dann vergisst man die und dann kommt man ins Straucheln und das will man ja nicht. Hast du übrigens noch eine Auswahl? Ich habe noch eine Auswahl, okay. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, also Thuram war ja eigentlich geplant, nicht aufzustellen. Ja, jetzt ist er weg und ich musste noch einen anderen aufstellen. Zehner, ja. Mhm. Es sind, ich glaube, lass mich ganz kurz schauen. Jawohl, genau. Es sind zwei Spieler, die man erst auf die Zehner-Position umtrainieren müsste. Oh, nee. Einer davon ist Mason Mount. Rafael Guerrero. Nee, ist Mason Mount. Guerrero ist nicht mit drauf. Guerrero ist nicht mit drauf. Super. Finde ich gut. Ist Mason Mount. Mhm. Dann haben wir hier Mohamed Kudus. Ja? Es geht dann weiter mit typischen Zehner. Da haben wir immer Easy, also EZE, spricht man jetzt so aus, keine Ahnung, Easy, EC. Wir haben James, der von Crystal Palace. Ja, genau. Ja. Wir haben dann James Maddison. Und wir haben noch jetzt frisch bei RB Elyif Elmas. Ich würde aber mit einem der Positionsboys gehen. Gib mir Mount. Es ist Easy oder EC oder wie auch immer. Das ist aber keiner der Positionsboys, oder? Nee, der ist schon Zehner. Ja, okay, check. Also Mount und Kudus wären die typischen Positionswechsel gewesen. Ja, nee, okay, gut. Genau. Check. Aber immerhin darf der bleiben. Und übrigens noch auf dem Flügel Lee Kang-in. Der war eigentlich geplant als Fünfer-Auswahl, aber hat halt jetzt nur eine 81 und deshalb der schwächste von den vier. Okay, stark. Trotzdem im Endeffekt auch ein Spieler zwar verloren, aber ich glaube im Endeffekt ist seine Mannschaft immer noch ein bisschen besser als meine. Deswegen mal gucken, wie es läuft. Dieses Jahr Champions League bei dir, Europa League bei mir. Gehen wir rein in den Kalender und sehen uns zum Ende der Saison wieder. So Leute, 2020 ist der Endstand aus dem ersten Jahr. Mal gucken, wie viele Punkte jetzt hier im zweiten Jahr dazu kommen. Beginnen wir natürlich wie immer mit der La Liga-Tabelle. Real wird Erster bei mir. Zwar nur 2 Punkte Vorsprung auf Barca, aber die haben auch einfach mal kein Spiel im Jahr verloren. Also 0 Niederlagen, 14 Unentschieden dafür. Wahrscheinlich auch so mit die meisten der gesamten Liga. Girona ist bei mir Vierter. 70 Punkte auf dem Konto. Eine leichte Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Ich glaube, da war ich halt einen Platz schlechter mit 6 Punkten weniger, was gerade Villarreal ist. 6 Punkte mehr und es bedeutet Champions League. Nehme ich mit. Ja, ich habe 7 Punkte weniger als du. Okay. Bin aber halt auch ein deutliches Stück schlechter. Bei mir wärst du aber mit deinen 70 Punkten auch nur auf Platz 7. Genau da, wo ich auch stehe. 7 mit 70? Ja, 71 hat der Sechste dann bei mir. Krass. Aber ich habe echt 8 Punkte Rückstand auf den Sechsten. War eine Katastrophensaison. Wirklich, ich bin hier reihenweise ausgeflippt beim Simulieren, ob Hin- oder Rückrunde. Ich kann wirklich nicht so viel Positives hervorheben. Heißt 16 Punkte für dich, 13 für mich.
Ja, ausgeflippt bin ich auch aufgrund des Copa de España, wobei, da habe ich noch gegen Atletico gewonnen, um dann gegen Cadiz zu verlieren. Ich bin Runde der letzten 32, habe ich hier 3-0 gegen Betis gewonnen, dann 3-1 gegen Gijón und gegen die Elche habe ich dann im Viertelfinale mit 2-1 verloren. Okay, also aber trotzdem einen Punkt mehr als ich, 2 für dich, einen gibt es für mich. Let's go. Ja, ich war in der Champions League. Mhm. Erzähl mal, mein Freund, wie lief's? Ich hatte Kiew, ich hatte Marseille und ich hatte Leverkusen. Mhm. Ich habe 10 Punkte und bin aber nur Dritter geworden. Oh, mit 10 Punkten, ey, das ist krass. Ja, Kiew hat nur einen, Marseille und Leverkusen beide 12. Ja, okay. Warst du international? Ja, ich war Europa League. Ah, okay, genau. Dann gehen wir in die Europa League. Ich habe in dem Wettbewerb begonnen, in den du reingerutscht bist sozusagen. Ich hatte in der Gruppe Gladbach, Young Boys Malmö, bin aber halt auch nur Zweiter geworden. Ja. Dementsprechend halt Vorrunde, Atalanta Bergamo und ja, dementsprechend war es auch nicht mal das Viertelfinale, ja, sondern das Achtelfinale, in dem ich gegen Ajax ausgeschieden bin. Ja, und dementsprechend bleibt es dann auch bei 2 Punkten nur. Ey, Mann. Ja, wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz zählen, was die Maximalpunktzahl ist für einen Sieg in der Europa League. 2, 4, 6, 8, 12. Genau. Es sind 12 Punkte, die tatsächlich auf mein Konto rüberwackeln. Hart. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist, ja gut, 5-1 gegen die Rangers. Ich habe dann 4-1 gegen Monaco gewonnen, 3-2 gegen Lazio, dann 5-4 gegen die Spurs und jetzt dann 2-1 gegen den AC aus Milan, also AC Milan. Ja, gut, ich sag mal ganz ehrlich, ich war zwischenzeitlich schon komplett im Bruch, nachdem ich dann auch gehört hatte, du auf Platz 4, ich auf 7. 7 hat ja nicht mal so eine Markierung davor. Ich wüsste nicht mal, ob ich international spielen würde im nächsten Jahr. Mhm. Vielleicht ähnlich wie in der Bundesliga, dann mit Conference-League oder so, keine Ahnung. Aber somit spiele ich ja als Europa-League-Sieger wenigstens auch nächstes Jahr Champions League. Und ja, hab so ein paar Punkte jetzt wieder nicht nur aufgeholt, sondern dich auch überholt. Aber trotzdem, ich glaube, wichtig, beide in der Champions League und nächstes Jahr entscheidet es das zu 100%. Trainer des Monatspreises, genau. Hab ich einen. Hab ich, ja, auch nur einen. Schade. Ah, okay. Mann. Aber ich glaube trotzdem, statistisch betrachtet, könntest du besser sein als ich. Muss ich mir alle 3 holen am besten. Leno, eine Vorlage, 10-0. Oh, der geht tatsächlich an mich. Ich habe mehr Red mit 14. Verdammte Scheiße, Alter. Wahrscheinlich hat er im ersten Jahr nichts gemacht und im zweiten dann 14 Mal. Wie kannst du 14 Mal die Null halten und Siebter sein, Alter? Was ist da passiert? Ich weiß auch nicht. Egal, drauf geschissen. Vorlagen habe ich 16. Okay, geht an dich, habe ich 11. Let's go, Tore 29. Habe ich 23, geht auch an dich. Ja, okay, ich dachte, da kommt irgendwas mit 30 oder so. Oder? Nee, lass mich mal ganz kurz hier zusammenzählen. Das müssten bei dir 20, 23 Punkte sein. Dann ist es 25, 26, 27, 28, kann das sein? Ja, das kann gut sein, 3 Punkte, 4 Punkte, auch, ja, könnte sein. Also es müsste dann insgesamt logischerweise stehen 43 zu 48. Sind 5 Punkte Differenz. Wir haben aber noch eine Saison. Wir haben natürlich Copa España, wir haben La Liga, wir haben auch die Champions League. Und es kann definitiv noch jederzeit alles passieren. So Punkte geholt werden, Junge. Ich bin gespannt auf die Gruppen, vor allen Dingen du als Sieger, ich als Vierter. Ob es da auch einen Riesenunterschied geben wird oder ähnliche Gruppe. Keine Ahnung, was mit dem Topf dann sozusagen du bist. Iago Aspas wird hier nochmal Spieler des Monats mit seinen 48 Jahren. In dem Sinne starten wir rein in Saison Nummer 3. Die allerletzte, nochmal die Transfers. Let's go. Okay, Leute, dritte Saison. Jetzt wird es sehr interessant. 136 Millionen sind das Budget. Damit können wir noch einiges tun. Es muss aber alles überlegt sein, Freunde. Keine Snipes riskieren, nicht irgendwas Dummes machen. Gehen wir also rein, Leute. Starten rein mit der Zeit in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was wird. Gehen wir mit einer neuen Nummer 1. Und diese kommt wieder aus der Premier League. Denn Ederson von Man City soll unsere neue Nummer 1 werden. Es kommen unfassbar viele Topkeeper auf die Liste. Darunter ein Courtois. Ich sehe die Liste hier gerade. Mann, ja, wir haben Diogo Costa, Ramsdale und Co. Also die Auswahl wird sehr interessant sein. Ich hoffe vielleicht auf Basis der Liga, dass er auf Courtois gehen würde, Chris. Aber das Ganze steht natürlich in den Sternen. Vielleicht geht er auch auf Ederson. Deswegen behalte ich Leno aber auch. Vorsichtshalber, einfach nur aus dem Grund. Ja, wie gesagt, falls Ederson gesniped wird, dann haben wir eben noch einen Ersatz, der uns vielleicht trotzdem zum Sieg bringen könnte. Und ja, falls Ederson am Start bleibt, ist es halt umso besser. Daneben wird unser Geld vielleicht auch nur für einen zweiten Transfer ausreichen. William Saliba kommt vom FC Arsenal. Der Vertrag läuft nicht aus. Wir haben Kollege Kimpembe, den Maestro, eingetauscht. Bisschen Geld oben drauf bezahlt, 36 Millionen. Und haben damit wieder ein massives Upgrade in der Innenverteidigung. Auch gerade mit Potenzial eben daneben noch am Start. Einen letzten Transfer soll es aber noch geben, Leute. Denn ich sorge, falls eben Kollege Saliba gesniped werden sollte, direkt auch mal für einen Ersatz. Mika Mamoll kommt, Rolle sporadisch, das heißt, er wird euch hier nicht irgendwie nerven, da ist er auch von der Gesamtstärke einfach ein bisschen zu schwach, mit seiner 78er Gesamtstärke nur, aber für den Fall, dass Saliba nicht am Start ist, haben wir halt nicht eine 87, dafür eine 78, aber immerhin besser als eine 50, 60 oder gar kein anderer Innenverteidiger. Damit haben wir für den Fall der Fälle, dass unsere zwei Hauptspieler, die wir hier verpflichtet haben, direkt mal Ersatz, mit Leno, der noch da geblieben ist, und Mika Mamoll, den wir jetzt hier verpflichtet haben, damit ist die Transferphase mal wieder vorbei und wie gesagt, Leute, also die 10 Minuten, die sitzen noch doll im Nacken, habe ich das gesehen.
Gefühl, weil, ja, wir haben nicht mal 6 Minuten bisher und die Transferphase ist abgeschlossen, Freunde. Der Timer beginnt in 3, 2, 1, ein letztes Mal. Ja, wir haben zwar 5 Punkte Vorsprung, ich muss auch dazu sagen, ich glaube aber, das hatte keine allzu große Bedeutung. Ich hatte Kevkin Thuram tatsächlich vergessen abzustoßen. Ich will keine Ausreden suchen, aber mein Gameplay hatte sich auch so ein bisschen verbuggt, weshalb ich alles schließen musste und neu gestartet hatte. Und das direkt eben nach der Transferphase. Ich habe ihn daher vergessen, habe ich jetzt nachgeholt, er ist jetzt auf jeden Fall weg. Und zumindest hatte er ja weder die meisten Vorlagen noch die meisten Tore. Ich weiß nicht, inwieweit er überhaupt zu Einsätzen kam. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Dennis weiß dann auch Bescheid. Ich werde ihm definitiv auch Bescheid geben. Eze oder Ezi wird jetzt ausfallen. Valerie und Koke, die zwei würde ich schon gerne ersetzen. Wir haben über 50 Millionen weniger als Dennis. Der geht, glaube ich, mit 136 oder so rein. Wir haben nur 84. Heißt auch nur begrenzte Möglichkeiten. Aber egal. Wir schauen einfach mal und versuchen, das Beste rauszuholen. Geld gut investiert. 35 Millionen. Alex Garcia und damit eine Rückholaktion. Wir haben den im ersten Jahr für 58 zu Manchester United verkauft. Er ist zwar 2 Jahre älter, aber auch 2 Ratingpunkte besser, hat mittlerweile eine 84. Noch behalten wir Koke für den Fall, man müsste ihn später abstoßen, dann würde halt Koke trotz seines, ja, in den Keller schießenden Rating, ja, noch bei uns spielen. Aber der hat auch noch eine 83. So schlecht ist das ja nicht. Der erste Neuzugang ist jetzt aber fix. Lee Kangin könnte man dann auch wieder auf den Flügel umtrainieren und wir könnten auf die Suche gehen nach einem neuen Achter zusätzlich oder einem neuen Zehner. Muss ich mal schauen, ja, welchen Plan ich mir da jetzt irgendwie noch in der Hinterhand halten möchte. Zweiter und auch letzter Neuzugang. Johan Bakayoko ist hier noch immer bei PSV gewesen. Wir haben alle 5er-Auswahlen voll mit auslaufenden Spielerverträgen, wo andere natürlich schon gewechselt sind oder jetzt eben vielleicht auch den Vertrag mittlerweile verlängert haben. Alle haben ursprünglich einen auslaufenden Johan Bakayoko. Wir überweisen 39 Millionen an die PSV, müssen im Umkehrschluss also kein Spieler von uns verkaufen. Was bedeutet, wenn die weggehen, dann hätten wir immer noch eine unverändertere Mannschaft. Ja, genauso wie jetzt halt zu Beginn, ohne die Transfers. Und damit sehen wir uns wieder mit Dennis oder ihn nochmal. So Leute, die allerletzte Transferphase ist abgeschlossen. Ich erwähne es immer mal wieder, die 10 Minuten vom 10-Saisons-Video, die sind glaube ich noch voll in unseren Köpfen drin, weil jedes Mal gefühlt brauchen wir nur 10 Minuten, dann sind wir fertig mit den Transfers. Also irgendwie ist es jedes Mal aktuell so, aber egal. Bei mir sind es 3 Transfers, wovon aber auch einer nur ein Backup ist, bei Chris 2. Das bedeutet, ja, wir haben nur 2 Auswahl natürlich und ja, mein Backup, was der Mikamamol ist, muss nicht ja, in eine Snipe-Auswahl kommen mit einem Erik Martel oder sonst wen, wen ich daneben gepackt hätte. 3. Saison heißt, du müsstest wieder beginnen, ne? Ich müsste wieder beginnen, genau. Okay, check. Und ich habe zwar noch immer den Koke in den eigenen Reihen, aber ich dachte trotzdem, ich will mich da gerne schon verbessern. Notfalls wird Koke dann abgestoßen, aber auch nur, wenn mein Neuzugang bleiben darf. Wir haben einmal, oder wir haben alle 5 vielmehr, mit einem auslaufenden Spielervertrag. Wir haben Davide Fratesi, wir haben Rodrigo Bentancur, wir haben eine mögliche Rückholaktion von Alex Garcia, den habe ich ja in der ersten Saison zu Manchester United verkauft, wir haben noch Gabri Veiga und wir haben Adrien Rabiot, alle bis auf Fratesi mit einer 84, Fratesi sogar eine 85. Veiga fände ich cool. Log ich Gabri ein. Veiga? Mhm. Es ist eine Rückholaktion tatsächlich geworden. Alex Garcia ist wieder da. Und der hatte auch einen auslaufenden, hat nur 2 Jahre also bei ManU unterschrieben. Ja, Digga, was macht der Karrieremodus bei dir für Moves, Junge? Digga, mehr kann man dir ja nicht in die Karten spielen. Ja, das ist richtig, genau. Genau, okay, genau, perfekt, super. Okay, dann komme ich zu meiner ersten Auswahl. Es geht um meinen ja, Keeper. Ja, es wird mal wieder sehr wild. Ich habe Leno aber auch noch behalten. Das heißt, für den Fall der Fälle, ja, habe ich auf jeden Fall Ersatz auch am Start. Alle haben einen auslaufenden Vertrag. Wir haben einmal Diogo Costa natürlich vom FC Porto. Wir haben Mike Maignan vom AC Mailand. Wir haben Thibaut Courtois von Real Madrid, Ederson von City und ebenfalls aus der Premier League dann noch Ramsdale von Arsenal. Oh, es ist schwierig. Warum auch immer, ich würde entweder mit Courtois gehen. Okay. Oder mit demjenigen, der Leno damals bei Arsenal verdrängt hat, Aaron Ramsdale. Okay. Courtois. Ich gehe mit Courtois. Das war mein erster Gedanke. Ich lock okay, den ein. Dann hat es perfekt geklappt, denn ich war mir auch schon relativ sicher, dass Courtois natürlich interessant ist auf Basis der Liga. Ich habe aber Ederson geholt. Okay, stark. Let's go. Gut, dann komme ich zur zweiten und auch letzten Auswahl für mich in diesem Showdown, denn selbst wenn der gesniped wird, ich hätte kein Geld mehr. Flügelposition. Ja, es gibt auch hier alle mit einem ursprünglich auslaufenden Spielervertrag. Zur Auswahl gibt es einmal Daniel Mahlen. Hier gibt es Johan Bakayoko. Wir haben Andreas Skov-Olsen. Wir haben Nico Gonzalez und wir haben Emil Smith-Rowe. Da kannst du nichts für. Gute Erfahrung mit Gonzalez gemacht. Ich lock Gonzalez ein. Okay, der hat auch hier wohl gute Erfahrung gemacht. Hat eine 84, spielt allerdings noch bei City. Mein Neuzugang ist Johan Bakayoko.
Ah, okay. Schade. Ich dachte vielleicht, weil du bei ihm so ein bisschen gestrauchelt hast, aber... Habe ich tatsächlich nur gestrauchelt, weil ich mich wirklich versprochen habe in dem Moment. Ja, okay, aber ich dachte, deswegen dachte ich mir schon, ja, nee, muss jetzt nicht immer wegen jedem kleinen Versprecher direkt der Spieler sein, so. Muss man jetzt auch nicht immer wegen so jeder Kleinigkeit direkt sagen, oh, der ist es. Nee, okay, gut. Ja. Dann komme ich zur allerletzten Auswahl, diese Showdowns. Es geht nochmal um einen Innenverteidiger. Wie gesagt, Mika Mamoll ist als Backup am Start. Aber ich würde gerne diesen Innenverteidiger behalten. Wir haben einmal einen Spieler mit auslaufendem Vertrag, das ist Liga-intern Araujo. Wir haben aber ebenfalls Liga-intern Jules Koundé. Wir haben aus der Premier League William Saliba und aus der Bundesliga dann noch De Ligt und Schlotterbeck. Natürlich eine super krasse Auswahl. Echt alles richtig geile Spieler. Saliba oder Schlotti und ich gehe mit Schlotti. Oh, Glück gehabt, ist es Saliba geworden. Oh nein! Ja, let's go, Junge, das ist so wichtig, Alter. Let's go, Saliba mit einer 87, Ederson mit einer 89. Sind damit also am Start, Leute. Und damit springen wir jetzt ein letztes Mal rein in die Kalendersimulation. Dieses Jahr Dreifachbelastung mit Champions League auf beiden Seiten. Ich bin sehr gespannt. Aktueller Stand, 5 Punkte Abstand, also 5 Punkte Abstand von Chris auf mir. Also ich habe 5 Punkte Abstand. Mal gucken, ob ich die aufholen kann. Starten wir rein in den Kalender. Am Ende der dritten und sogar auch letzten Saison in diesem 3-Saison-STG-Showdown schauen wir auf die Tabelle. Und so viel sei schon mal gesagt, ich habe mich Jahr für Jahr verschlechtert. Ja, was? Im Jahr 1 war ich auf Platz 4, Jahr 2 auf Platz 6 und jetzt bin ich auf Platz 7 einfach nur noch vorfindbar. Junge, was? Ja, es ist bodenlos. Keine Ahnung, was meine Jungs hier machen. Ich bin einfach viel zu schlecht. Ich habe 60 Punkte. 60 Punkte, okay, dann wärst du auch Siebter bei mir. Ja, bei mir ging es andersrum. Ich habe, so wie es sich vielleicht noch gehört, würde ich mal behaupten, mich jedes Jahr gesteigert. Erstes Jahr war ich Fünfter, zweites Jahr war ich Vierter. Dieses Jahr bin ich Meister. Ja, stark. Oha, richtig 89 geil. Punkte, also mehr sogar als Real letztes Jahr, die einfach mal keine Niederlage hatten. Mhm. 5 Niederlagen auch gegen mit die größten Idioten der gesamten Liga. Aber sei es drum, Meisterschaft vor Barca Real ist sehr geil, nehme ich mit. Ja, perfekt. Also ist auch absolut verdient, wenn man das jetzt einfach mal so mit mir vergleicht. Bedeutet, für dich gibt es 22 Punkte, für mich 13. Ach, ich will gar nicht auf die Mannschaften dann gleich gucken. Deine Mannschaft wird bestimmt locker auf einem Level mit meiner sein. Das ist, ich so weiß es ja. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass deine... Aber also, ich sag mal so, deine könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber ich denke, von beiden kann man eigentlich erwarten, dass sie so spielen. Also zumindest vielleicht um die Meisterschaft jetzt im letzten Jahr mitspielen. Ja, und wenn nicht, dann souverän unter den ersten vier. Genau, aber hab ich mir das ist ja echt... Ja. Aber ich bin tatsächlich allgemein über alle 3 Jahre nicht wirklich zufrieden. Platz 4 im ersten Jahr war noch okay. Das erste Jahr fand ich aber richtig gut von dir, muss ich echt sagen. Nee, war es auch nicht. Also von den Punkten her und so, es war in Ordnung. Aber ja, Pokal liegt mir auch nicht. Erstrunden aus, direkt, zack, raus, keine Chance gegen Sociedad. Ich bin Achtelfinale gegen Atletico. Okay, also ein Punkt für dich. Ja, ich war natürlich schon im Kalender und ich wusste, dass es nicht wirklich weit ging. Ich habe zwar die Gruppenphase ohne eine einzige Niederlage gewonnen mit Fenner, Leverkusen und Rangers, um dann gegen Chelsea keine Chance zu haben. Gibt also nur 3 Punkte für mich. Okay, ja, ich hatte Leipzig, Salzburg und Fenerbahce in der Gruppe. Wir haben Rasenballsport und Red Bull. Das ist nicht das Gleiche. Also das heißt beides nur RB. Fehlt nur noch Red Bull New York an der Stelle. Hatte ich auch schon zu Chris gesagt. bin ich aber auch nur Zweiter geworden mit 10 Punkten. Achtelfinale 4-1 gegen AC. Viertelfinale 4-2 gegen Leverkusen. Und dann kommen die Elfmeterschießen rein. Ich dachte erstmal, ich habe 6-7 verloren. Nein, ich habe 6-7 gewonnen gegen Barca im Elfmeterschießen nach 4-4 Gesamtergebnis. Und dann gab es das, es hätte eigentlich Klassiko-Finale werden können, aber ich habe Barca geschlagen. Deswegen Girona gegen Real und auch hier 5-4 nach Elfmeterschießen halt. Also mehr Glück kann man auch nicht haben. Aber gewonnen schon richtig, ja? Richtig, genau. Okay, müsste ja dann 18 Punkte sein, oder? 3, 6, genau. 9, 12, 18, genau. Also Glückwunsch, ja? Also danke. Ich hatte eh keine Hoffnung mehr, dass ich das Ding trotz 5 Punkte Vorsprung auf dem Vorjahr hier irgendwie noch holen kann. Dafür war es einfach dann zu schwach. Und gut, wenn es bei dir im Pokal noch ein bisschen weitergegangen wäre, dann wäre sogar das Triple ja möglich gewesen. Richtig, ja? Aber Pokale, also, du kennst ja, liegen mir so oder so nicht. Also egal in welchem FIFA, egal wie gut der Verein ist, die Mannschaft. Ich habe 3 Trainer des Monatspreise. Ja, perfekt. Auch verdient. Ich habe keinen. Wieso auch, ja, aber also was dir nicht liegt, liegt mir komplett seit Monaten oder Wochen irgendwie nicht. Also wann habe ich zuletzt einen Showdown gewonnen? Ey, ich traue mich schon gar nicht mehr. Kommentiert es mal gerne an der Stelle. Kommentiert es auf jeden Fall mal gerne. Ich habe mich auch interessieren. Ich habe echt keine Chance mehr, also keine Ahnung. Und egal, was ich mache, aber egal, komm, wir gucken noch ganz kurz auf die Statistik. Ich habe 13-0 mit Alex Meret. Ederson hat bei mir 5 Vorlagen. Absolute Maschine, der Typ. Neuer Rekord, glaube ich, auch gefühlt. 14 Spiele aber zu 0. Leider einer mehr.
Ja, gut, alles gut. Halb so wild, Vorlagen. Ach, absolutes Trauerspiel, Digga. 9 Stück. Ja, bei mir ist es noch trauriger. Ich habe 7. Oh, was, Alter? Krass. Ich hatte 2 sogar mit 9. Und Top-Torschütze ist dieses Jahr Zygankov mit 38. Ja, bei mir auch Zygankov mit 26. Ja, okay, schade. Also, dann rechne ich mal ganz kurz zusammen. 40, 44, 47 Punkte bei mir. Es ist unfassbar. Ein Punkt mehr für dich und du hättest die dreifache Punktzahl in einer Saison im Vergleich zu der bei mir. Boah, krass, Alter. Also, du hast 47, ich habe 16. Das müssten bei dir dann ziemlich genau 90 sein, mit denen zusammengezählt von zuvor, und bei mir dann 64. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich irgendwie ansatzweise eine Chance, dass es richtig eng wird. Nee. Wir sind mit 2020 aus dem ersten Jahr raus und wir hören mit 90-64 aus dem letzten Jahr auf. So geisteskrank. Also, diese Champions League schallert immer so rein, wenn man die gewinnt. Ja, aber auch so wäre es eine deutliche Angelegenheit gewesen. Trotzdem, dennoch, also es ist wirklich echt. Also schon alleine mit der Liga beginnt, dass ich nicht nur, also dass ich Meister werde, klar, 3 Punkte extra, aber dass du dann halt wirklich Siebter bist und nicht mal wie Zweiter, Dritter oder so, da fängst du dann schon an mit den ersten, keine Ahnung, wie viele Punkte das sind. 6, 7, 8, irgendwie weniger und dann noch einer Pokal. Nee, also gut, in der Liga waren es ja schon alleine 9 Punkte Differenz. Ja, genau, halt irgendwie sowas, ne? Dann Pokal einer und dann halt 18 von der Champions League oder beziehungsweise mit deinen 3 weniger sind 15. Bedeutet also 25 Punkte oder so, alleine durch halt die 3 Wettbewerbe nur. Also ich habe ja insgeheim die Hoffnung, ja? Der Bruch, der ist zwar da, aber ich brauche irgendwann wieder eine Siegesserie. Ich gebe mich auch nicht zufrieden, ja? Ich gebe mich auch nicht zufrieden mit 2 oder 3 Siegen Showdowns jetzt dann irgendwann mal. Jetzt habe ich gerade übrigens Serie gesagt und Siri ist angegangen. Mein Kind ist, ja, vielleicht auch ein Zeichen. Siri brauche ich vielleicht mal als Unterstützung, dass sie mir ja ein bisschen wahrscheinlich hilft. Wahrscheinlich schon. ChatGPT muss helfen. Ey, ich glaube auch. Ich sitze einfach, demnächst sitze ich nimmer hier. Ich glaube, ich muss ohne Facecam aufnehmen. Dann wäre es wahrscheinlich. Nein, bitte nicht, Alter. Aber komm, lass uns doch unsere Mannschaften vergleichen. Genau. Zum Abschluss würde ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, du könntest schon die bessere Mannschaft haben. Meinst du echt? Ja, also wobei, ich bin voll zufrieden. Für 3 Jahre finde ich richtig gut. Gute Bank, Digga. 76er Ratings en masse hier. Ist ja der Wahnsinn. Nee, also nur 4 Stück. Egal. Keeper, 89er Gesamtstärke. Gut, okay. Ja, habe ich 86, mehr red. Dann Viererkette, 87, 90, 86, 87. Ich habe 87, 87, 88, 89. Ja, also vielleicht leicht besser bei mir, aber im Endeffekt glaube ich sogar relativ gleich. Ja. Dreier Mittelfeld, 85, 88, 86. Dann habe ich 84, 89, 87. Ja, auch würde ich sagen nicht schlechter. Also vielleicht auch wieder ganz bisschen, aber könnte auch in deine Richtung gehen, sage ich ehrlich. Und Dreier Angriff, 86, 88, 88. Ja, ich habe 86, 85, 85. Also die Flügel. Da ist dann noch so mit der größte Unterschied, würde ich sagen. Ja. So die Flügel hatte ich schon bei dem vorherigen jetzt gerade mit einbezogen. Ne? Das war ja jetzt, ich spiele hier das Tannenbaum-System. Jetzt zuletzt waren es die 2 Zehner und der Stürmer vorne bei mir. Ja, Also ich meine, deine Mannschaft ist, würde ich schon sagen, unterm Strich wahrscheinlich so leicht besser. Ich würde vielleicht mal sagen, durch so eine, keine Ahnung, vielleicht ein Rating 87, 2. Ich habe 86, 7 oder keine Ahnung, irgendwas das. Ja, halbe Ding, ganze Ding. Wir sind trotzdem beides so stark, dass in der Champions League mehr gehen muss und für mich vor allem halt auch in der Liga, ne? Das muss man schon auch mal dazu sagen. Richtig, so sieht's aus. Naja, das ist halt einfach der Karrieremodus, wie er lebt und lebt. Aber gut, auf deinem Kanal haben wir ja noch die Chance, hast du eher gesagt, die Chance, die Revanche einzuholen. Das wird nämlich auch die 2. Aufnahme sein. Das wollen ja auch hier und da Leute von euch wissen. Also das hier ist die 1. Aufnahme, 2. Aufnahme bei Chris. Checkt auf jeden Fall auch den ersten Link in der Beschreibung aus, wenn ihr hier fertig seid. Lasst Liebe da wenigstens. Wenn der Mann schon keine Showdowns gewinnen kann, dann zeigt ihm wenigstens alle Liebe der Welt, Freunde. Wenn ihr von mir rüberkommt, Daumen nach oben, Abo, Glocke und so weiter und so fort. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Showdown Sonntag, die 2. Klappe hier in 2024. Es wird Unmengen an Showdowns geben. Der Plan ist vielleicht sogar von 1 auf 2 die Woche hochzugehen, aber ja, dazu dann in den nächsten Wochen und Monaten mehr, Freunde. Von meiner Seite aus wird es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ja, lasst auch hier Liebe da und ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Chris hat die Abschlussworte. Dennis hat es ja gerade schon mal angesprochen, bei mir geht es weiter mit dem FC Basel, ja, vom Überraschungsteam aus Girona geht es zum Negativteam aus Basel, ja, checkt das super gerne ab, kommt zeitgleich online, Links sicherlich der erste in der Videobeschreibung irgendwo da zu finden und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und verabschiedet mich. Liebe Grüße, euer Niederlagenlächers.